Hallo Römer-Team-Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Pokémon Blattgrün. Ich war im Pokémon Center, habe meine Pokémon gehalten. Ich hätte schon wieder... Oh, warum kaufe ich denn nicht im Markt ein? Was ist denn mit mir? Ah, ich bin dumm. Ah, okay, hier ist noch ein Trainer. Wenn man mit Pokémon starke Attacken erlernen, muss man TMs einsetzen. Okay. Ja, Warum kaufe ich denn nicht einfach Gegengift und Paraheiler und so im Markt? Warum? Ich vergesse es einfach immer. Aber okay. Dann ist das halt so. Oh, Wirbelwind, ne? Leute, Wirbelwind. Nervige Attacke. Eisstrahl, komm. Ja. Dieser Husten. Es tut mir leid, Leute. Dieser Husten tut mir wirklich, wirklich leid. Aber, ja, was soll ich machen? Komm, wir bleiben bei Shillock mit Eisstrahl. Denn Gengar kann nicht so viel gegen diese normalen Flug-Pokémon ausrichten. So, du bist Normalflug, oder? Ich glaube ja. Ich glaube ja. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Und dann Tauboga, okay. Das dürfte aber auch easy sein. Oder? Ja. Schön. Schön, 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 schön. 600 Erfahrungspunkte. Geil. Shillock ist bei Level 35. Ich war zu schlecht. Ja. Shillock ist bei Level 35. Dann fehlt nur noch ein Level und es entwickelt sich zu Turtok. Hallo. Na, was schaust du so dumm aus der Wäsche? Tu ich nicht. Das ist mein Gesicht. Oh. Smogon. Okay, das sind immerhin Gegner Pokémon, gegen die Gengar gut klarkommen sollte. Oh, was? Ich hätte... Wow. Ich hätte mehr Damage erwartet. Irgendwie. Hypnose. Oh, Alter. Leute, dieser Husten tut mir leid. Ich kann nichts dagegen tun. Ich kann ihn nicht unterdrücken oder so. Och, Gengar, dein Damage ist halt echt. Irgendwie. Ja. Du bist halt noch an der Level, ne? Es kommt noch. Es kommt alles noch. Ich glaube dran. Definitiv kommt das alles noch. Geibauer. Yeah. Boah, das sind so schön. So schön viel Erfahrungspunkte für Gengar. Nach dem Smogon dürfte Gengar safe auch ein Level abbekommen, oder? Ich schätze schon eigentlich. Ich schätze schon. Wir gucken mal, wie viel Damage Geheimpower jetzt macht. Nicht unbedingt viel mehr als Finsterfaust. Oder? Ah, ich glaube, das nimmt sich nicht viel. Ich glaube, das nimmt sich nicht viel. Nochmal Finsterfaust. Oh, ah. Rauchwolke, okay, ist okay. Setzen wir Finsterfaust ein, weil Finsterfaust trifft zu 100% den Gegner. Da dürfte Rauchwolke auch nichts dran ändern. Schätze ich jetzt mal, oder? Ich weiß es nicht. Gänge Level 28, das ist schon mal sehr schön. Und noch ein Smogon. Wir bleiben mal drin mit Gengar, aber ich glaube, wir wechseln jetzt auf, auf wen wechseln wir denn? Komm, wir wechseln auf Nidoking. Mit seinem schönen Schaufler. Einfach nur, weil... Ja. Weil das zu lange dauert mit Gengar und Gengar zu viel AP verbraucht. Aber damit Gengar die Erfahrungspunkte bekommt, lassen wir es natürlich drin anfangen. Wir dürften bald, glaube ich, einen EP-Teiler bekommen. Bin ich da... Oh, es hat Schweb... Oh, stimmt. Smogon hat... Oh. Ja, gut. Smogon hat Schwebe, stimmt. Ja, machen wir Steinhagel, komm. Dürfte auch guten Damage machen. Wow, gar nicht mal so krass. Alter. Sehr schön. Oh, dieser Husten, Leute. Ja, zack, Getriebesschaden. Okay. Okay.
Hatten wir den Gegner da unten? Den hatten wir noch gar nicht, oder? Hatten wir den? Moment, ich gucke das nach. Ich gucke das jetzt doch nach. Ja, hatten... Haben wir... Ich... Nein, haben wir nicht. Lol. Mein Vogel-Pokémon begleitet mich immer. Ey, es gibt ja aber auch viele Vogel-Pokémon-Trainer, ne? Ziemlich viele irgendwie auf der Route. Das ist echt ein Ding. Aber da kommt Gengar ganz gut mit Geheimpower gegen an. Oh, das war... Schöner Volltreffer, Gengar. Schöner Volltreffer. Sehr nice. Ein Habitag. Ja, komm. Frithjof. Wieder Geheimpower, komm. Einfach Geheimpower-Spam. Wow, ein Silberblick. Wow. Bin ja begeistert. So. Ein Ibitag. Das ist mal was anderes. In Ibitag haben wir, glaube ich, bisher noch nicht gekämpft, oder? Ich weiß es gar nicht. Bin mir da gar nicht so sicher. Ist Ibitag normal? Weil sonst würde ich jetzt eine Finsterfaust versuchen. Ibitag ist normal, okay. Shit. Oh, was ist das? Silberblick. Boiler. Es kommt noch. Alter, das war... Alter. Hat der Heuler uns wirklich so hart den Damage gesenkt? Das ist heftig. Das ist sehr, sehr heftig. Alter. Okay, aber die letzte Geheimpower hat geregelt. Sehr schön. Oh. Okay, wir bleiben kurz mit Gengar drin und wechseln dann auf Shillock. Weil Gengar soll das Level 29 bekommen. Aber mit dem gesenkten Angriff... Mit der gesenkten Verteidigung könnte könnte Gengar ein paar Probleme gegen das Tauboga haben. Und gut, dass Taubogas Wirbelwind gerade nicht funktioniert hat. Das wäre echt unlucky gewesen. Am besten dann wieder so Gengar im Kampf. Ja, nice. Gengar Level 29. Oh, Shillock ist fast Level 35. Die Luft ist raus. Noch ein Kampf. Und ist hier nichts? Ich nicht. What? Okay. Noch ein Kampf. Und Gengar dürfte... Shillock dürfte Level 35 sein. Auf jeden Fall eigentlich. So, wo mussten wir da an? Das ist noch ein Gegner, okay. Meine Vogel-Pokémon sind gut auf Kämpfen vorbereitet. Sicher? Ist ja ganz, ganz sicher. Ganz, ganz sicher. Wir müssen hier eigentlich, glaube ich, echt durch die ganzen Vogel-Pokémon-Trainer, das ist echt heftig, müssen wir eigentlich mal wen anders in vorderste Front setzen, anstatt Gengar. Oh, dieser Wirbelwind, ne? Oh. Und wer kommt in Kampf? Burenta. Komm, Burenta, du schaffst das, der Schneider. Oh. Haha. Komm, Shillock. Dann ist Shillock auf jeden Fall Level up. 35. Ich glaube, wir setzen das Cap auf 36, nicht auf 35. Damit Shillock schon mal zu Tutok entwickelt wird. Ein Habitag. Ja komm, wir bleiben jetzt mit Shillock drin. Der ist uns so doof, die ganze Zeit zu wechseln. Gengar wird schon seine Chance bekommen. Spätestens in der Arena von Saffronia City. Weil das ist ja eine Psycho-Arena und da hat Gengar echt einen guten Vorteil. Zwar auch einen guten Nachteil gegen wegen Gift. Also weil er ja Gift ist. Und Psycho ist auf Gift effektiv. Allerdings auch einen guten Vorteil, weil Geist auf Psycho effektiv ist. Gucken wir mal, wie das da wird. Malte. Malte, es tut mir leid, aber dein Ibitag hat auch keine Chance gegen unser cooles Shillock. Siehst du? 900 Erfahrungspunkte, das ist richtig schön. Sie waren nicht stark genug. Die Vogel-Pokémon-Trainer sind halt echt langsam echt so ein bisschen sehr ätzend, anstrengend. Hast du dein Pokémon schon Fliegen beigebracht? Ja, hab ich. Weil die halt alle auch alle so, die haben
so viele Pokémon und die ganze Zeit immer nur Habitax und Taubsies. Und dann zwischendurch kommt dann auch mal so ein cooles Ibitak raus. Das ist ganz witzig, aber sonst ist das echt langweilig. Weil die geben halt auch kaum Erfahrungspunkte so wirklich. Und es ist halt so... Ein Dodo. Ja komm, wechseln wir. Sherlock, dein Einsatz. Ich glaube, ich setze nicht Eisstrahl ein. Gegen diese kleinen, mickrigen Viecher, sag ich jetzt mal. Ich glaube, da setze ich einfach jetzt... Komm, Aquaknarre ein. Weil Eisstrahl hat kaum noch AP. Ist ein bisschen problematisch. Wow. Zwei Hits von Furienschlag. Das ist echt heftig. Ich glaube, wir werden noch einen weiteren Part auf dieser Route verbringen. Oder auf dem Weg nach Voxania. Heilige Kacke. Der Weg ist halt so lang. Ist echt krass. Ist echt krass. Und ein Ibitak. Das schneller ist als Shilock, okay. Ja gut, was... Nee. Was soll ich erwarten? Das ist ein Ibitak. Das ist ziemlich fast. Eine gute Initiative, soweit ich weiß. 900. Ja, oh, schön. Fast Shilock Level 36. War das eine Bruchlandung? Ja, das war schon nicht so krass. Sie ist auch nichts. What? Okay. Ich bin gerne überlegen, ob ich den einfach ignoriere, den Vogel-Pokémon-Trainer hier. Aber nein. Im Pressmania City kann man DMs kaufen. VMs besitzen allerdings nur wenige Personen. Ja, das weiß ich. Ein Tauboga. Wenn das jetzt Wirbelwind einsetzt, ne? Dann flippe ich aus. Wir machen mal Hypnose, komm. Sehr schön. Hypnose hat getroffen. Sehr gut. Und dann Geheimpower Spam. Oh Gott, das macht gar nicht mal so viel Damage. Gar nicht mal so viel Damage. Okay, Volltreffer ist schon eine andere Sache. Volltreffer gut reingehauen. Und schöne Erfahrungspunkte für unser liebes Gengar. Sehr schön. Und dein Ibitak. Wir bleiben mal drin. Machen die gleiche Taktik wie gerade. Einfach Hypnose. Dass Hypnose aber auch so oft trifft, das ist geil. Das ist richtig, richtig geil. Hätte ich, um ehrlich zu sein, echt nicht erwartet, dass es so gut trifft. Geheimbauer. Ich hoffe, die viermal Geheimpower, die wir noch haben, also jetzt nur noch dreimal, reichen. Aber dürften sie eigentlich. Verfolgung. Ja, ist nicht so krasser Damage, aber lieber auf Nummer sicher gehen und wieder einschläfern. Weil Ibita kann schon reinhauen. So, das könnte... Na, ich glaube, Level-Up ist nicht drin, nee. Doch nicht. Ich wollte gerade sagen, ja, das könnte Level-Up werden für Gengar, aber ich denke, dafür hat Gengar nicht genug... Oder dafür kriegt Gengar nicht genug Erfahrungspunkte. Nee. Oh doch! 1006 Erfahrungspunkte? Alter. Das kam unerwartet. Ja, so ein Mist. So, könnten jetzt einfach mal andere Trainer kommen. Keine... Oh, noch so ein Vogel-Pokémon-Trainer hier, Alter. Hast du eine Legende von den Illusionen mit Flügeln gehört? Nein. Hab ich nicht. Ein Porenta. Porenta ist auch normal, oder? Moment. Wir können ja nachgucken. Nein, nicht Tausch. Bericht. Normalflug, ja, okay. Ja, dann wechseln wir, komm. Wir wechseln zu Shilock. Das ist Level 33, Alter. Oh Gott, Zornklinge ist gemein. Zornklinge steigert ja den Damage pro Mal es eingesetzt wird. So, oder hintereinander es eingesetzt wird. Deswegen sollte man da aufpassen. Warum habe ich verloren? Weil du nur ein Pokémon hattest. Das war Porenta. Oh, Alter. Noch ein Vogel-Pokémon-Trainer da unten, Alter. Das gibt's langsam nicht mehr. Das ist echt, also, das ist so langsam, das ist echt ein bisschen zu doof hier. Wir setzen jetzt auch mal, wir haben Gengar Level 30 schon mal trainiert. Das reicht schon mal. Wir setzen jetzt erstmal Shilock an Anfang.
Alter. Ich will nicht unbedingt, ich will nicht unbedingt, aber lass uns dennoch kämpfen. Okay. Das, okay. Ein Habitag. Okay. Komm, Shilok. Das wird dein Level up. Und dann entwickelt er sich zu Turtok. Oh yeah. Sehr, sehr schön. Das nächste ist Ibitak. Ja, komm. Letzter Kampf für Shilok erstmal. Danach setzen wir, ich würde sagen, Nidoking erstmal an Anfang. Letzter Eisstrahl auf von Shilok, okay. Mehr AP hat es nicht. Was? Wow. Das kam unerwartet. Ah, okay. Sehr schön. Ich wusste, ich würde verlieren. Ja, warum hast du denn den Kampf gemacht mit mir? Warum? Oh yeah. Glückwunsch, dein Shilok wurde zu Turtok. Oh yeah. Leute, wir haben ein schönes Turtok im Team. Ist das nicht geil? Schön, schön. Wir haben Turtok im Team. Ja, wir ignorieren mal kurz die Trainer alle. Ich glaube, hier oben gibt es keine Trainer. Ich will nämlich einfach nur kurz in die Stadt und einfach meine Pokémon heilen. Ich glaube, hier gibt's. Hier komme ich, glaube ich. Lang. Ja, Regentanz, okay. Und hier drin dürfte ich, glaube ich, EP-Teiler bekommen? Weiß nicht genau. Ey. Hallo, ey, das ist nicht, Professor. Ich sage, wenn du 5 verschiedene Pokémon habe ich ein Geschenk für dich. EP-Teiler. Oho, Kacke. Okay, Leute. Ich glaube, bis zum nächsten Part werde ich mal ein paar Pokémon gefangen haben. Aber jetzt wäre dein Pokédex? Was sag ich, das denn kürzlich vorbeigekommen? Okay. Das habe ich schon gesehen. Ja, Fuchsalia City. Endlich. Eieieiei. Wir sind da, Leute. Wir sind in Fuchsalia City. Wir können jetzt immerhin herfliegen. Und wie gerade schon gesagt, ich glaube, zum nächsten Part, werde ich einfach mal zu den ganzen Städten geflogen sein und ein paar Pokémon gefangen haben. Um zu gucken, yo, hier, ne? Ja, damit ich die Pokédex ein bisschen mehr vervollständige. Westlich von Fertania City liegt ein Pfad. Er führt zum Hauptquartier der Pokémon-Liga, der höchsten Instanz für Trainer. Okay. Man kann nicht mit nur einem starken Pokémon gewinnen. Es ist mühsam, doch alle Pokémon sollten ungefähr den gleichen Level haben. Man kann mit nur einem Pokémon gewinnen, das geht. Du studierst Pokémon? Dann geh in die Safari-Zone. Dort gibt es viele seltene Pokémon. Okay. Gibt es hier einen Markt? Doch, doch. Hier oben irgendwo. Irgendwo hier oben. Moment. Wir gehen gleich nochmal zurück auf die Route und nehmen uns da nochmal jeden Trainer vor. Genau, hier ist schön. Aber ich wollte jetzt unbedingt erstmal ins Pokémon Center Pokémon heilen. Ein paar Supertränke können wir kaufen. Komm. Haben wir noch genug? Beleber kaufen wir auch nochmal 5 ein. Hyperheiler können wir auch nochmal. Komm, nehmen wir gleich mal 10 mit. Topschutz, schön. Nehmen wir auch nochmal 9 mit, komm. Dann hätten wir das. Wie viele Hyperbälle oder Superbälle haben wir? Wenig. Komm, dann kaufen wir nochmal ein paar Hyperbälle ein. 7 Stück. Und nochmal ein paar Superbälle. So. Haben wir erstmal schön eingekauft. Und natürlich gleich erstmal instant. Hier, wir können. Oh, wir haben Gegengift. Stimmt. Habe ich Gegengift gekauft? Weiß es gar nicht. Eisen. Kommt nach oben. Über Top Äther. Genauso wie. Nee, gar nicht. Zu AP Plus, ne? Stimmt. Da habe ich das alles hinsortiert. AP Plus und Eisen, genau. Und das Calcium auch. So. Beleber kommt. Unter die Tränke.
Überheiler kommt über den Beleber und Topschutz kommt über Superschutz. So, schön. Du hast einen Wimpel aus der Safari-Zone. Kein Programmheft oder ein Kalender? Nee. Hast du schon mal X-Tempo ausprobiert? Deine Pokémon wird dadurch im Kampf schneller. Ja. Apropos, ich kann ein bisschen was verkaufen, ne? Hab ich gerade gesehen. Nugget nochmal verkaufen. Und X-Tempo verkaufen. Und das Fluchtseil brauchen wir auch nicht, denn wir haben Schaufler bei Nidoking. So. Schön, Leute. Dann würde ich sagen, ich habe bis zum nächsten Part die Pokémon ein bisschen abgeklappert, also die ganze Routen und so. Und bin dann wieder am. Chill dann wieder hinten auf der Route. Irgendwo. Da rechts irgendwie. Und dann machen wir den nächsten Trainer und holen uns die P-Teile. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bewertet den Part. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Out. Da rein.